So, ihr Lieben, los geht's. Ich vermute mal, dass wir unser Thema noch in Erinnerung haben. Dukka und seine vielen Gesichter. Und es geht jetzt darum, dass wir diese Gesichter mal näher uns betrachten und im Einzelnen anschauen. Und ich habe immer so einen bestimmten Drall darauf, dass ich versuche, von dem, ja, Alltagsverständnis, von dem, was einem ohnehin schon nahe ist, auszugehen. Als Ausgangsposition zu nehmen und dann zu gucken, was ist weniger vertraut, um irgendwann zu den Punkten auch zu kommen, die ja ein bisschen abseits von dem normalen Bewusstsein liegen. Und dazu habe ich eine ganze Reihe von kleinen Kostproben ausgewählt aus den Belehrungen des Erwachten, die eine Vielzahl von Einstiegs- und Betrachtungsmöglichkeiten uns bieten. Da soll es im Kern um zwei Aspekte gehen. Das eine ist, dass wir uns das Thema sozusagen vom Verstand her anschaulich machen, dass wir versuchen zu verstehen, um was es geht, dass eine Anschauung dieser Dinge zustande kommt. Auf der anderen Seite aber, dass wir selbst dem gemütsmäßig nahe kommen, dass wir nicht nur das Gefühl haben, ja, da gibt es ein Wissen über etwas, sondern das ist etwas, was mich angeht. Das heißt, man muss diese Dinge auch so betrachten, dass sie einem irgendwie nahe gehen, dass sie auf die eigene Person bezogen werden. So ist auch das Wochenende ein bisschen angelegt, dass wir eine Reflexion und eine Kontemplation haben. Also nicht nur das intellektuelle Aufnehmen von Information, sondern auch das, ja, Verdauen dieser Information. Und wie gesagt, ich fange bei dem Alltagsverständnis an, wenn wir über Dukkha reden. Das ist nur nicht gerade Alltagsverständnis, und wir sagen ja meistens Leidende zu, dass ich mal nachgeguckt habe, was versteht man denn eigentlich unter Leiden? Und was die deutsche Sprache angeht, ist ja nach wie vor der Duden der Wächter, der beobachtet, was Deutsch ist und wie sich das entwickelt. Und ich sage euch erstmal, was amtlich Leiden ist. Gebrechen. Krankheit, mit der jemand über längere Zeit oder dauernd behaftet ist. Das Erleben von Leid. Synonyme. Beschwerden, Erkrankung, Krankheit, Schmerzen, Störung. Wenn jemand gehobene Sprache verwendet, auch Gebrechen oder Übel. Umgangssprachlich Wehwehchen. Umgangssprachlich scherzhaft gibt's auch. Zipperlein. Bildungssprachlich, Molesten, Schweizerisch für René, Gepressten. Oder auch Bedrückung, Elend, Leid, Martyrium, Qual, Bitternis, Drangsal, veraltet, Tribulation, christliche Religion, Passion. Haben wir alles schon gehört? Das ist so das Umfeld, in dem sich das sprachlich bewegt. Und dann habe ich auch noch mal geguckt, wie sieht es so in der moderneren Fassung aus. Da guckt man ja mal bei Wikipedia gern nach, was haben wir denn unter einer Sache zu verstehen. Und da ist Folgendes zu bemerken. Dort heißt es Leid. Leid bezeichnet als Sammelbegriff all dasjenige, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden unter anderem empfunden die Nichterfüllung von Bedürfnissen, Hoffnungen und Erwartungen, der Verlust von nahestehenden Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen, äußere Zwänge und Begrenztheiten, Alter, Krankheit, Tod und Schmerzen. Leiden stellt eine menschliche Grunderfahrung dar. Was tatsächlich als Leid empfunden wird, ist immer subjektiv und hängt vom Einzelnen ab, also von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. Also wenn man das so liest, hat man das Gefühl, no, das ist doch eine ganze Bandbreite schon von Möglichkeiten. Vor allen Dingen, weil man sieht, da ist so der körperliche Aspekt mit dabei, aber auch das geistige, psychische dabei. Und wenn man der Sache nicht näher nachgeht, hat man das Empfinden, na gut, das ist in etwa abgedeckt, um was es geht. Und wir sollten dieses als Folie sozusagen mal in unserem Hinterkopf behalten
um da zu sehen, was ist denn das, was der Buddha im Vergleich dazu lehrt. Und wir werden sehen, dass es natürlich eine Reihe von Übereinstimmungen gibt, aber auch ein ganzer Bereich, ganze Felder, wo der Buddha darüber hinausgeht. Und das ist auch logisch und zu erwarten, weil das, was wir hier von diesen Anführungsstriche amtlichen Institutionen gehört haben, auf dem menschlichen Erfahrungshorizont basiert. Der Buddha aber eben über die nahe menschlichen Erfahrungshorizonte hinausgeht. Ihr werdet sehen im Laufe des Wochenendes, dass der Erwachte verschiedene Ansatzpunkte hat, um Dukkha zu erklären. Und der Ansatzpunkt, der am meisten verwendet wird, ist Dukkha im Zusammenhang mit den fünf Daseinsfaktoren zu betrachten. Das ist das Thema des ersten Vortrages. Was hat Dukkha mit den fünf Upadana-Khanda zu tun? Um das nochmal kurz zu rekapitulieren, wenn der Erwachte versucht zu beschreiben, was denn Leben insgesamt ist, was Dasein insgesamt ist, dann sagt er ja, dass die ungeheure Vielfalt von Erscheinungen und Phänomenen sich im Kern reduzieren lässt auf fünf Grundkategorien. Das Leben ist nichts anderes als die Komposition von fünf Grundbausteinen, die er Khanda nennt, Anhäufungen nennt, Komplexe nennt, die wir dummerweise ergreifen, die wir zu unserem eigenen machen, die wir zu Ich machen oder zur Welt machen. Was sind diese fünf? Nochmal in Erinnerung gebracht. Alles, was er Form nennt, also Gestaltetes, Sichtbares, Hörbares und so weiter. Das Äußere, das Materielle, das Welthafte. Dann Gefühl, Empfindungen, Wahrnehmen, das Erleben. Dann Aktivitäten, Bewegtheiten, Wirksamkeiten und die ganze Dynamik, die in dem Leben drinsteckt, die das Ganze immer wieder. Das Leben ist nichts anderes als diese fünf, als diese Fünfergruppe. Bezogen auf unser Thema werden wir feststellen, dass jeder dieser fünf Aspekte auch eine spezifische Form von Dukkha repräsentiert. Unser Thema ist ja Dukkha und deshalb betrachten wir diese fünf Daseinsfaktoren nicht im Einzelnen, sondern wir untersuchen nur, wo sind denn da die Knackpunkte, wo sind die Haken bei der Sache? Im Übrigen ist das, was ich jetzt versuche darzustellen, das, was der Erwachte in den vier Wahrheiten, beziehungsweise speziell in der ersten edlen Wahrheit darstellt. Dafür gibt er eine Definition, die ich euch auch vorlese, dass wir da auf dem aktuellen Stand sind. Also fragt er, was ist denn die heilende Wahrheit vom Leiden? Antwort: Geboren werden ist Leiden, Altern ist Leiden, krank sein ist Leiden, sterben ist Leiden. Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung sind Leiden. Mit Unerfreulichem konfrontiert und von Erfreulichem getrennt zu sein, das ist Leiden. Was man sich wünscht, nicht bekommen, auch das ist Leiden. Mit einem Wort, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Das ist im Grunde schon alles. Eigentlich ist damit alles gesagt. Wir könnten nach Hause gehen, wenn wir uns diesen Satz merken oder diese Worte in unserem Kopf behalten, wäre es das schon. Nur ist auch offensichtlich, dass es Sinn macht, das ein bisschen auch mit Leben zu füllen, ein bisschen anschaulich zu machen. Und das werde ich jetzt versuchen, indem ich auch immer wieder Worte des Buddha selbst heranziehe, damit wir immer wieder sehen, wo das alles im Kanon auch auftaucht, damit wir uns vergewissern, dass das nicht unser eigener Senf ist, sondern dass wir da die tiefen Einsichten eines Erwachten uns angucken. Also der Reihe nach. Geboren werden, altern, krank sein, sterben ist Leiden. Das ist der erste Punkt. Und da sehen wir, dass das alles Bedrängnisformen sind, die unseren Körper oder überhaupt Körperlichkeit von Menschen oder Wesen betreffen. Und damit ist zunächst mal schlicht und einfach festgestellt, dass das leibliche Dasein mit verschiedenen Formen von Bedrückung, von Bedrängnis verbunden ist.
Wir haben Beschwerden damit. Und in dieser Formel wird gesagt, da gibt es vier Grundknackpunkte, die immer wieder wehtun. Einstmals weilte der Erhabene bei Kundia. Damals war die Kolierin Supavasa in 7 Jahren hintereinander schwanger gewesen und nun lag sie seit 7 Tagen in Wehen. Sie litt heftige, schwere, schmerzende, nein, doch stechende Schmerzen, so heißt es. Ja, so fängt unser Leben an, mit manifestem Schmerz. Es tut weh. Sowohl für die gebärende Frau als auch für das Kind. Bei der Frau nimmt man es wahr, bei dem Kind vielleicht weniger. Man weiß nicht, wer mehr darunter zu leiden hat. Aber das ist der erste Start in die Sichtbarkeit unserer Körperlichkeit. Ja, es fängt schlimm an. Wobei das ein Beispiel ist, wo es extrem ist. Aber das Leben fängt mit der sogenannten Geburt für uns sichtbar erstmal an, aber es geht ja weiter. Und da gibt es eine Lehrrede, das ist die M13, wo der Erwachte nun die verschiedenen anderen Facetten näher beleuchtet. Und der Ausgangspunkt ist jeweils eine junge, strahlende, hübsche Frau, die aber beobachtet und betrachtet wird, wie sie sich im Lauf ihres Lebens quasi verändert. Der Buddha fragt, was ist denn das Elend des Körperlichen? Das ist ja unser Thema im Moment. Da sehe man nun diese Schwester im 80. oder 90. oder 100. Lebensjahr. Gebrochen, giebelförmig, geknickt, abgezehrt, auf Krücken gestützt, schlotternd dahinschleichen. Siech, welk, zahnlos, mit gebleichten Strähnen, kahlem, wackelndem Kopfe, verrunzelt die Haut voller Flecken. Was meint ihr wohl? Ist das, was einst schimmernde Schönheit war, verschwunden und das Elend ruchbar geworden? Freilich, o Herr, das aber ist Elend des Körperlichen. Ja, warum? Weil Körperlichkeit keinen festen Bestand hat. Ich habe über die Geburt gesprochen, wo so ein kleiner Kerl jetzt auf einmal auftaucht, der erstmal wächst im Laufe der Jahre, zur körperlichen Fülle, körperlichen Kraft heranwächst, dann irgendwann den Zenit seines physischen Daseins erreicht und dann die Kurve wieder abwärts beschreitet. Das ist das, was man den Alterungsvorgang nennt. Wobei der Erwachte immer wieder darauf hinweist, Alterung beginnt nicht ab 40, 50, 60, sondern Altern beginnt in dem Moment der Zeugung, weil da die mitgegebene Lebenskraft aufgezehrt wird. Oder ab diesem Zeitpunkt wird die Lebenskraft nach und nach aufgezehrt. Und besonders deutlich wird das halt ab einer bestimmten Lebensphase, wo man es eher sichtbar auch merkt. Und so wie die Geburt nur etwas ist, was körperlich mit Schwierigkeiten verbunden ist, so ist es das Alter auch. Wir haben das sozusagen im Text gehört. Es hat verschiedene Aspekte. Einmal einfach der Anblick, der früher vielleicht wunderbare, schöne, ästhetische Anblick, verändert sich im Laufe der Zeit und nicht zum Besseren. Ja, die Fusseln auf dem Kopf sind nicht mehr die, die sie früher waren. Die Haut ist runzlig. Man sieht nicht mehr schön aus, geht gebückt. Man kann sich nicht mehr richtig auf seinen Körper verlassen. Das Körperinstrument ist nicht mehr so verfügbar wie früher. Man kann nicht mehr vielleicht alleine gehen. Man fällt um. Die Körperfunktionen sehen, hören, riechen, tasten, schmecken, verdauen, was auch immer. Ich muss das nicht im Einzelnen aufbereiten. Lässt nach. Man ist immer mehr auf äußere Hilfen angewiesen und immer mehr auch auf Technik angewiesen. Mancher von uns hat ja schon sozusagen Ersatzteile in sich, innen oder außen, um das Leben irgendwie noch zu bewältigen. Weiter so dann, sagt der Buddha, wir sind noch nicht am Ende, es geht weiter. Man sehe nun diese Schwester unwohl, leidend, schwer krank, mit Kot und Harn beschmutzt da liegen, von anderen gehoben, von anderen bedient.
Was meint ihr wohl? Ist das, was einst schimmernde Schönheit war, verschwunden und elendruchbar geworden? Freilich, o Herr, das aber ist das Elend des Körperlichen. Und das ist das Stichwort Krankheit, weil selbst in den besten Jahren, sagen wir, in den Jahren, wo man sich körperlich am fittesten fühlt, trotzdem der biologische Betriebsablauf ja nicht immer ohne Holpern und Stolpern funktioniert. Da gibt es mal eine Verletzung, da gibt es mal eine Infektion, da gibt es mal eine Operation, da gibt es mal irgendeine Fehlfunktion von Organen, wie auch immer. Entweder man ist kurzfristig damit befasst oder davon belastet oder auch chronisch infiziert, wie auch immer. Das ist eine Form von körperlicher Bedrängnis, dass der Körper, der Leib der Krankheit anheimgefallen ist. Und der Erwachte sagt ja, wenn du glaubst, du wärst nur eine Sekunde in deinem Leben gesund, so richtig gesund, dann ist das nichts anderes als Torheit. Was ist mit der Krankheit? Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Genussfähigkeit ist eingeschränkt. Man ist abhängig von anderen, ist nicht autonom. Und man ist sozusagen nicht rund im eigenen Leben. Ja, es fehlt etwas Entscheidendes. Unreinheit ist auch ein Aspekt, den wir eben noch gehört haben. Also Alter und Krankheit sind nicht gerade die Phasen, wo es da ästhetisch zugeht. Weiter so dann. Man sehe nun diese Schwester auf der Leichenstätte, einen Tag oder 2 Tage oder 3 Tage nach dem Verscheiden, aufgedunsen, blauschwarz gefärbt, in Fäulnis übergegangen. Was meint ihr? Ist, was einst schimmernde Schönheit war, verschwunden und elend ruchbar geworden? Freilich, Herr. Das ist das Elend des Körperlichen. Der merkt, der Buddha lässt nicht locker, sagt, guck dahin. Was ich vorgelesen habe oder jetzt gesagt habe, ist seltsamerweise absolut nichts Neues. Ja? Jetzt habt ihr doch, ne, das kennen wir doch alles. Warum erzählt ihr das? Das wissen wir doch. Jeder Erwachsene weiß das im Kern und weiß es aber eigentlich doch nicht. Warum? Weil die Konfrontation mit diesen Tatsachen uns nicht freudig stimmt. Ja, keiner jubelt, wenn er das hört und sagt, ach klasse, endlich hat es mal wieder einer gesagt, was ist denn so schön und ich kann das nur bestätigen. Sondern jeder, der es hört, hat entweder aus eigener Erfahrung oder weil der Nachbar oder die Tante oder die Oma oder die Mutter, der Vater das erlebt hat, ja, in sich der Sinn, oh ja, das ist so. Und der Gedanke daran tut eben nicht wohl, und das ist, was der Geist dann am liebsten hat. Er schiebt es beiseite und sagt, geht mich nichts an, will ich nichts wissen. Wenn es kommt, kommt es früher noch auf mich zu oder früh genug auf mich zu. Warum das Erwachte hier doch so deutlich sagt, hat genau den Hintergrund, dass er uns animieren möchte. Guckt es euch an, macht euch damit vertraut, denn das sind Tatsachen, die man nicht einfach deshalb aus der Welt kriegt, indem man sie ignoriert, sondern sie schaut euch das an, kontempliert das und zieht auch die richtigen Schlussfolgerungen daraus. Also der Erwachte lenkt die Aufmerksamkeit auf diese 4 Tatbestände. Und die Leitfrage habt ihr ja gehört. Die Leitfrage ist jedes Mal, was ist denn das Elend des Körperlichen? Und die Antwort, das habe ich am Anfang schon mal angedeutet, die Antwort heißt einfach nicht nur diese Information zur Kenntnis nehmen, ja, wissen wir, okay, das Nächste, sondern sich das zu vergegenwärtigen, als Lebenstatsachen vor Augen zu stellen. Und auf sich selbst beziehen. Nicht? Auch ich bin davon nicht frei. Auch mich betrifft das und die entsprechenden praktischen Konsequenzen. Und worauf lenkt der Buddha an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit? Untersucht wird bei dieser Analyse das, was der Buddha Rupa nennt. Rupa ist der erste Daseinsfaktor. Wir reden ja von den 5
Daseinsfaktoren im Moment. Und bei seiner Betrachtung hier nimmt der Buddha den ersten Daseinsfaktor aus, Rupa, Form, gestaltetes, wir sagen materielles dazu. Und was wir eben betrachtet haben, war die Art von gestaltetem, von Form, zu der wir ich sagen. Wir nennen das dann Körper oder mein Körper. Aber damit ist ja das Thema Form noch nicht erledigt, denn es gibt ja auch Formen, die ich außerhalb von mir wahrnehme. Und da könnte man ja sich vorstellen, naja gut, hier klemmt es ein bisschen, aber da draußen wird irgendwo was sein, was in Ordnung ist, da kann ich mich ja darauf stützen. Ist nicht der Fall, weil das, was uns jetzt der Erwachte nahe bringt, dass an Bedrängnis, an Dukkha, an Nachteiligen für jede Art von Form, also für den gesamten Daseinsfaktor Form, Rupa gilt. Das bestätigt der Erwachte auch wörtlich. Was aber nennt ihr denn der Geburt unterworfen? Weib und Kind ist der Geburt unterworfen, Knecht und Magd, Lamm und Ziege, Schwein und Hahn, Elefant und Rind, Hengst und Stute ist der Geburt unterworfen. Soweit klar, aber auch Gold und Silber ist der Geburt unterworfen. Was aber nennt ihr dem Altern, der Krankheit, dem Sterben unterworfen? Weib und Kind, Knecht und Magd, etc., etc. Aber auch Gold und Silber ist dem Altern, der Krankheit, dem Sterben unterworfen. An anderer Stelle, der Geburt unterworfen ist alles. Dem Altern, der Krankheit, dem Sterben unterworfen ist alles. Was alles? Alles Innere, was wir zu uns zählen, aber auch alles Äußere, was wir zur Welt zählen. Alles Subjektive, alles Objektive. Oder psychologisch, buddhistisch, technisch gesprochen, alle sechs Innengebiete und alle sechs Außengebiete. Wir haben gestern gehört, alles, was bedingt ist, alles, was sozusagen entstanden ist, hat genau diese vier Eigenschaften: geboren werden, altern, sterben und zwischendrin krank sein. Bei dem menschlichen Körper ist das relativ einfach nachvollziehbar. Man fragt sich ja, Gold, aber was hat denn Gold für eine Krankheit oder wann wird denn Gold geboren oder so? Ich habe das in anderem Zusammenhang mal mir klar gemacht und auch vorgetragen. Ein Beispiel eines goldenen Rings. Ja, das kann man sich leicht visualisieren, was das ist, ein goldener Ring. Auch das Ding wird geboren. Es wird hergestellt. Und in dem Moment, wo dieser Ring produziert ist, wo er hergestellt ist, ist er, Klammer, für die Welt geboren. Und in dem Falle, dass wir das Geschenk kriegen, kaufen oder vererbt wird, wird es für uns geboren, taucht in unserer Wahrnehmung auf. Und dasselbe ist, ein Ring wird auch irgendwann sterben. Wenn er eingeschmolzen ist, ist der Ring sozusagen tot, nicht mehr da. Wenn wir ihn Ehering auf der Toilette liegen lassen und rausgehen, ist er auch tot, aus unserer Wahrnehmung entschwunden. Ja, ein Ring wird auch alt, wenn man so will, nicht? Der kriegt da eine Delle, der kriegt da einen Kratzer, muss mal repariert werden, ja, und weiß ich, ein Stein fällt raus und dann muss der wieder entsprechend ersetzt werden. Sterben habe ich gesagt, Altern habe ich gesagt, Krankheit habe ich auch gesagt. Also, man kann in etwa nachvollziehen, ist ein bisschen ein Beispiel. Wenn man näher hinguckt, wird man merken, dass auch durch die Bedingtheit, durch die Wandelbarkeit aller Phänomene genau das auf das ja, Nichtmenschliche, Nichtbelebte zutrifft. Sagte der Buddha, analysiert Rupa, aber analysiert auch das Elend, so habe ich, glaube ich, in der Übersetzung gesagt. Adinavo heißt es. Das heißt wörtlich übersetzt das Übel, das Nachteilige, die Gefahr, wird manchmal gesagt. Also alles, was eine Sache nicht perfekt ist,
immer, wo man sagen kann, da fehlt was, da taucht was nicht, da ist ein Nachteil verbunden, da ist ein Haken dran, also irgendwie alles ist nicht ganz rund. Das ist mit diesem Wort Adinavo bezeichnet. Und um den ersten Punkt zusammenzufassen, ist die Hauptbotschaft am Anfang: Alles, was Form ist oder formhaft erscheint, als der Daseinsfaktor, hat diese Eigenschaft, geboren werden, altern, sterben, krank sein, hat diese Eigenschaft des Unvollkommenen, des Unzulänglichen, hat die Eigenschaft von Dukkha. Und da will ich einen Kernsatz nochmal in Erinnerung rufen, der das nochmal bekräftigt. Nicht weiß ich, sagt der Erwachte, auch nur von einer Form, wobei die Freude, wobei die Befriedigung an der Form, da sie wandelbar ist, veränderlich ist, nicht in Schmerz überginge und Jammer, Leiden, Trübsal und Verzweiflung. Keine Form, ist die Aussage, taugt dazu, Freude nachhaltig zu garantieren, sondern jede Form von Befriedigung, Lust, was auch immer, an etwas gestaltete Materiellen, muss an einem bestimmten Punkt in das Gegenteil umschlagen, in Trauer, Schmerz, Kummer und Verzweiflung. Warum? Weil die Dinge nicht bleiben, weil sie nicht stabil sind, weil sie nicht verlässlich sind, weil sie unter unseren Händen zerrissen. Und damit sind wir auch schon an der Schwelle zu dem zweiten Daseinsfaktor, den wir jetzt untersuchen. Da heißt es, Kummer und Klage, Schmerz, Bedrückung und Verzweiflung sind Leiden. Das sind fünf Begriffe, die haben alle eins gemeinsam. Sie betreffen unsere Gefühle. Also jetzt was Psychisches, etwas Inneres. Vedana, Gefühl, zweiter Daseinsfaktor. Ja, da haben wir den körperlichen Aspekt. Nur nochmal zu erinnern, dass auch all das, was ich vorhin als körperliche Nachteile genannt habe, ja nicht einfach nur so abläuft, sondern immer auch mit negativen Gefühlen verbunden ist. Das haben wir hier. Also Zahnschmerz, Migräne, Schnittwunde, Arthrose, tut alles weh. Physische Sachen, ja, aber auch psychische Sachen, Missstimmung, Ärger, Zorn, Trauer, Verzweiflung. Tut weh, psychisches als körperliches und geistiges Gefühl ist etwas, was unangenehm ist. Und diese fünf, die ich genannt habe, das ist eine Auswahl, die immer mal standardmäßig auftaucht. Man kann sich verlassen, dass das immer mal wieder von dem Buddha genannt wird. Manchmal findet ihr das beispielsweise bei Neumann in den Worten Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. Das haben die meisten von euch vielleicht schon oft gelesen. Oder Trauer, Klagen, Schmerz, Depression, verzweifeltes Aufbegehren. Ihr merkt daran schon, dass die Worte nicht immer identisch sind in der Übersetzung. Es ist auch schwierig, den genauen Punkt zu treffen, weil auf der psychischen Ebene die Kästchen nicht so eindeutig sind, sondern es sind fließende Übergänge und Überschneidungen auch. Und ich will ein Beispiel aus den Lehrreden in Erinnerung rufen, wo das ein bisschen deutlicher wird, anknüpfend an den Unzulänglichkeiten des Körpers. Ist die M87. Bei jener Gelegenheit war der einzige geschätzte und geliebte Sohn eines gewissen Haushälters gestorben. Und nach dem Tode seines Sohnes hatte er kein Verlangen zu arbeiten oder zu essen mehr. Immer wieder ging er hinaus zum Leichenfeld und rief: Mein einziges Kind, wo bist du? Mein einziges Kind, wo bist du? Dann ging jener Haushälter zum Erhabenen und nachdem er ihm gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder. Der Erhabene sagte zu ihm: Haushälter, deine Sinne sind nicht die von einem, der sein Herz unter Kontrolle hat. Deine Sinne sind durcheinander geraten. Wie sollten meine Sinne auch nicht durcheinander geraten sein, ehrwürdiger Herr? Denn mein geschätzter und geliebter einziger Sohn ist gestorben. Seit er starb, habe ich kein Interesse mehr zu arbeiten, zu essen. Immer wieder gehe ich zum Leichenfeld und rufe:
Mein einziges Kind, wo bist du? Mein einziges Kind, wo bist du? So ist das, Haushälter. So ist es. Kummer, Klage, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind von jenen geboren, die uns lieb sind, rühren von jenen her, die uns lieb sind. Also je mehr man sich an Körperlichkeit bindet, sei es eigene Körperlichkeit, sei es Körperlichkeit fremder, je mehr man sich identifiziert, davon etwas erwartet, muss das eintreten, was hier gesagt ist, weil das Objekt des Begehrens immer wieder verschwindet, da was übrig bleibt, sind die negativen Gefühle. Und da sind mal jetzt fünf genannt, einfach um es für die Menschen ein bisschen plastischer zu machen. Es fängt immer an mit Soka. Das wird Kummer oder Trauer übersetzt. Und das ist ein Gefühl, das notwendigerweise auftritt, wenn Verlust da ist. Trauer ist der Schmerz der Wunde, die übrig bleibt, wenn ich etwas verliere, wenn ich etwas hatte, was mir wohltat. Wenn das auf einmal weg ist, dann tut das weh. Ob das Besitz ist, der mir unter den Händen zerronnen ist, ob das eine Beziehung ist, die sich aufgelöst ist, ob das ein Mensch ist, echt, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, das ist gleich. Es bleibt immer dieses Loch, dieses Abschiednehmen, das wehtut. Goethe hat hier mal so einen schönen Satz geprägt, passt nicht ganz dazu, aber Goethe ist ein großer Mann gewesen. Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist, dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst. Das ist das Dumme dabei, die Dinge sind nicht einfach dann nur weg, sondern in der Birne sind sie immer noch drin. Das Verlangen danach ist ja immer noch da und das tut dann so richtig weh. Und gerade in dem Beispiel, das ich genannt habe, ist es ja besonders deutlich, wenn eine enge Beziehung zu einem Mitwesen ja, gestört ist oder zerbrochen ist, dann ist das besonders traumatisch. Und es gibt kaum, glaube ich, eine schlimmere Beziehung, als wenn Eltern ihre Kinder oder eines ihrer Kinder verlieren. Das zweite von den fünfen ist Parideva, Jammer. Und das haben wir im Grunde gehört, was Jammer ist. Jammer ist das Gefühl, das sich nach außen manifestiert, das man nicht in sich hineinfrisst, mit sich ausmacht, sondern was man artikuliert, was man verbalisiert, was man auch anderen mitteilt. Wir haben das gehört und er ging immer wieder zur Leichenstätte hinaus und jammerte, wo bist du, einziges Kind? Wo bist du, mein einziges Kind? Dukkha ist das dritte, sozusagen der Kernbestand, der innerste Kernbestand von Dukkha, also Dukkha im engeren Sinne, Schmerz, dann wenn es körperlich richtig wehtut. Eine Reihe von Beispielen haben wir vorhin schon genannt. Wenn also Sinneskontakte stattfinden, die in ihrer Berührung von unserem Inneren einen Schmerz auslösen. Und bei Dukkha kommt noch dazu, erinnern wir uns an den Goethe von eben nochmal, es tut nicht nur hier am leiblichen Weh, sondern der Geist kommentiert es immer noch mit. Ach, wie schlimm, ach, wie furchtbar, muss ausgerechnet mir das passieren. Ich bin der Einzige in der Welt, wie schlimm, wie soll ich das überleben? Und, und. Und wenn die Situation vorbei ist, nicht, gibt der Geist immer noch keine Ruhe, weil er das Ganze abgespeichert hat und immer wieder schön rausholt und immer wieder vor das eigene geistige Auge uns hinlegt und dann immer wieder das Durchkauen, das heißt immer wieder das Gefühl erneuert und vertieft. Dukkha-Schmerz. Domanassa ist das vierte Beispiel in dieser Fünferreihe. Das ist so Kram, sagt Neumann dazu. Das ist so ein generelles seelisches Gefühl, so eine Art Wehmut, das ist eine innere Missgestimmtheit. Wenn man überhaupt mit dem Alltag nicht zurechtkommt, das sind Reuegefühle, schlechtes Gewissen, also Missmut, Aussichtslosigkeit, Orientierungslosigkeit. Das ist die ganze Bandbreite von Gefühlen, die jetzt nicht aus den äußeren Sinneskontakten herrühren, sondern aus dem eigenen Herzen aufsteigen, je nachdem, wie das gerade in der Tagesform ist.
Und bleibt übrig als letztes und fünftes Upayasa, Verzweiflung. Das Pali-Wort Yas heißt kochen, überkochen. Und da weiß man, was mit diesem Wort gemeint ist, wenn Gefühle so heftig sind, dass sie raus wollen, aber nicht verbal, sondern in Klagen, sondern wo man gegen die ganze Situation rebelliert. Also wo man sich auflehnt gegen die Situation oder gegen angehen will oder auch wenn man verzweifelt ist, weil man keinen Ausweg sieht, weil man nicht weiß, wie soll ich auf diese Situation reagieren. Also das ist das Gegenteil etwa zur Depression, wo man die Gefühle, die negativen Gefühle in sich hineinfrisst, wo man eher in eine Situation der Lähmung hineinkommt, ist das hier eine Situation, wo das nach außen hin explodiert. Ich sage nochmal, das sind fünf Kategorien, fünf Beispiele, die uns so ein bisschen Anhalt geben sollen, was hier mit Gefühlen gemeint ist. Die Trennschärfe der einzelnen Dinge sind nicht, die Trennschärfe ist oft nicht sehr groß. Wir haben das bei diesem Vater da gesehen, da sind die Emotionen und die Gefühle sicher vielfältig, die gehen ineinander über. Aber das ist auch nicht notwendig, dass man das irgendwie glasklar trennt. Das sind, wie gesagt, Anhaltspunkte, die uns helfen sollen, in der eigenen Beobachtung dem Phänomen nahe zu kommen. So, das war der zweite Daseinsfaktor unter dem Gesichtspunkt Dukkha. Kommen wir zu dem dritten. Mit Unerfreulichem konfrontiert sein und von Erfreulichem getrennt sein. Das ist Dukkha, das ist Leid. Welcher Daseinsfaktor ist das? Natürlich der dritte. Sanya, Wahrnehmung, das Erleben. Das, was sich momentan in uns tut, weil es als Bewusstsein in uns aufsteigt. Also die momentan erlebte Situation, das ist Wahrnehmung. Und das, was wir erleben, hat immer eine Komponente, wir wollen das eine und das andere wollen wir nicht. Also es ist eine Art, komme ich aber später noch näher drauf, nicht? Also eine Art Intention, die sofort damit verbunden ist. Aber was kann man denn erleben? Man möchte etwas Bestimmtes erleben und was anderes nicht, aber wie die Wirklichkeit so ist, das, was wir wollen und das, was tatsächlich los ist, stimmt meistens nicht so wirklich überein. Mindestens ein Prozent fehlt. Wenn nicht gar 50 oder 80 oder wie viel Prozent. Passt nie so recht übereinander. Da gibt es zwei Varianten. Entweder das, was uns willkommen und angenehm wäre, das ist nicht da. Also der Urlaub ist erst in 2 Jahren. Der eigene Partner ist vielleicht im Krankenhaus, verreist, im Gefängnis oder überhaupt tot, nicht mehr da. Beförderung warte ich schon seit 10 Jahren drauf. Gehaltserhöhung hätte ich gern, aber tut sich gar nichts. Dhamma würde ich viel besser verstehen, aber ich weiß immer noch nicht, was die fünf Daseinsfaktoren sind. Dann vor allen Dingen, ich würde gern mal zur Ruhe kommen, wenigstens. Einmal so eine halbe Stunde so Samadhi oder irgendwas, nicht der Fall, nach 30 Jahren Übung immer noch nicht der Fall. Das ist getrennt sein vom Erwünschten. Aber da gibt es natürlich auch das genaue Gegenteil davon, konfrontiert sein mit dem, was man überhaupt nicht braucht. Nicht? Also man macht den Briefkasten auf und liegt erstmal eine Rechnung drin, ist schon ärgerlich. Dann macht ihr den zweiten Umschlag auf, da ist noch ein Knöllchen drin und das ist das dritte schon. Dann geht man zum Arzt und lässt sich untersuchen und der macht so ein bisschen ein komisches Gesicht. Also ich muss Sie mal gelegentlich mal sprechen, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie mal vorbei oder sowas. Dann hat man beruflichen Stress, oder die Kinder in der Schule machen nicht das, was man will und der Partner schon überhaupt nicht. Also die ganze Bandbreite. Das, was man will, passiert nicht und das, was man nicht will, passiert. Das ist Dukkha an der Wahrnehmung. Und es gibt fast keine Erfahrung, wo nicht irgendwo ein Hauch drin ist, ja, davon, von Dukkha. Und das überhaupt immer.
Duca dabei ist, das wird man später noch näher sehen. So, kleiner Nebenaspekt, was ich jetzt geschildert habe, sind alles Duca-Faktoren, die wir so aus dem eigenen Leben kennen. Also da haben wir so eine bestimmte Bandbreite. Wenn man mal stolpert, ist nicht wirklich schlimm. Wenn man ins Krankenhaus muss, ist schon schlimmer, aber das ist immer noch sozusagen im Rahmen des menschlichen, des unspezifischen. Aber der Erwachte sagt ja auch, dass diese Art von Dukkha-Formen sehr, sehr extrem sein können. Also dass das, was man im Erleben haben kann, unvorstellbare oder für uns unvorstellbare Ausnahmen oder Erscheinungsformen haben kann. Ich will die Standardsituation nochmal zitieren. Es geht um die Erlebensweise der Daseinsabgründe, wo es nur wirklich, wirklich wehtut. Und da fragen den Hölleninsassen, die höllischen Wächter: Lieber Mann, was willst du? Er aber sagt: Mich dürstet, Herr. Und da lassen ihm denn die höllischen Wächter mit eisernen Haken den Mund aufsperren mit feurigem, flammendem, flackerndem und flüssigem Kupfer durch den Mund hinabgießt. Nur um das mal zu sagen, das wäre auch eine Form des Konfrontiertseins mit Unerwünschtem, aber in einer Dimension, die wir uns entweder gar nicht vorstellen können oder von der wir vielleicht sogar das Gefühl haben, das gibt's gar nicht so was. Also das steht nur in der Bibel oder sonst. Vierter Punkt. Was man sich wünscht, nicht zu bekommen, das ist Leid. Ich habe vorhin schon gesagt, dass in jeder Erlebenssituation gleich auch mit einer Intention dabei ist. Will ich nicht. Und was man tut, ja, man fasst einen Entschluss, ich mache das so und so, damit die äußeren Umstände so und so werden und dann ist alles gut. Das heißt, ich verändere die Umwelt, ich gestalte die Umwelt, ich tue was, dass das, was ich dann außen zeige, dass das meinen Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommt. Das ist ja das normale Leben. Wir agieren, um vorhandene, unvollkommene Situationen zu verbessern. Aktivität heißt es, Sankhara. Der vierte Daseinsfaktor, also das Anstreben, das Bemühen, Krafteinsatz, Gestaltungen wird manchmal gesagt, schlicht Wirksamkeiten, Denken, Reden und Handeln. Die Ergebnisse davon sind sehr, sehr unterschiedlich. Der Buddha nennt einen Typ, einen Menschentyp, den nennt er Labhi. Ja, Labhi ist einer, der alles kriegt. Wir würden sagen, es ist ein Glückspilz. Was der angreift, wird zu Gold. Ja, was der will, erfüllt sich und zwar schneller, als er gedacht hat, besser, als er gedacht hat. Er kriegt mehr, als er überhaupt will. Es kommt alles zusammen und keiner weiß, warum. Und dann gibt es den Gegenpart, den Loser sozusagen. Der stellt sich auf den Kopf und macht und tut und strengt sich an und gibt sich Mühe. Und was kommt am Ende raus? Nix oder wenig. Ja. Und die meisten sind irgendwo zwischendrin. Die Lebensampeln sind mal auf Rot und mal auf Grün. Also die Berufsausbildung wird glänzend abgeschlossen und dafür fällt man bei der Führerscheinprüfung durch. Mal so, mal so. Dann kaufe ich heute ein neues Auto, fahre 3 Jahre mit und dann fahre ich an einen Baum. Ja? Dann werde ich mal befördert und dann werde ich entlassen bei meinem Job. Also all das mal klappt es, was man will. Mal klappt das, was man nicht will. Und der normale Mensch bewegt sich so in bestimmten Grenzen und Bandbreiten. Jetzt kommt das Aber. Was kommt unterm Strich raus? Ja? Keiner von uns wird nun bestreiten, dass in einem bestimmten überschaubaren Bereich es möglich ist, Dinge zu verändern. Aber der Erwachte fragt, was kommt denn raus, wenn man Strich macht und Plus und Minus mal zusammenzählt? Und da sage ich jetzt in meinen Worten, ist das Ergebnis, das Leben ist frustrierend.
Nicht, wer Latein hatte, weiß, was frustra heißt. Frustra im Lateinischen heißt vergeblich. Es ist umsonst. Man kommt nicht ran. Beispiele, die ich eben genannt habe, die positiven mögen da außen vor bleiben, weil es eben nur eine Episode ist, wo uns mal was gelingt. Aber in der Gesamtsumme ist das Leben so gestaltet, dass unsere Aktivitäten nie ans Ziel kommen können. An das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel unseres Daseins ist ja, hatten wir gestern, vollkommene Befriedigung, maximales Glück, endloses Glück. Das ist das Grundanstreben und genau das ist etwas, was über Aktivitäten nie erreicht werden kann. Man kann sich auf den Kopf stellen, es wird nicht funktionieren, aber nicht deshalb, weil der Einzelne doof ist. Ja, wir denken ja immer, ich bin doof, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss es das nächste Mal cleverer machen. Ich muss mich besser vorbereiten, mehr Energie reingeben, mich besser beraten lassen und, mehr Geld ausgeben. Dann endlich wird es klappen. Und so machen wir das immer wieder, jahrelang, Leben lang. Würden wir auf den Buddha gleich hören, würde er uns nochmal sagen, das kann nicht funktionieren, weil da ein Systemfehler drin ist. Ja? Die Sache selbst hat einen Konstruktionsfehler und der nicht zu beheben ist. So, der Erwachte vergleicht das oder macht es anschaulich in seinem Bild vom Kernholz. Es ist wie wenn ein Mann, der Kernholz wünscht, nach Kernholz ausgeht, mit einer scharfen Axt versehen den Wald betritt. Dort sähe er einen großen Bananenstamm, gerade, jung, hochgewachsen. Den würde er an der Wurzel fällen, dann die Spitze abschneiden und die Blattscheiden beseitigen. So die Blattscheiden beseitigend, würde er nicht einmal auf Grünholz kommen, geschweige denn auf Kernholz. Und dies würde ein scharfsehender Mann erblicken, würde darüber nachsinnen, es gründlich untersuchen. Und ihm, der dies erblickt, darüber nachsinnt, es gründlich untersucht, eben das als leer würde erscheinen, das als hohl würde da erscheinen, als kernlos würde es da erscheinen. Wie sollte auch in einem Bananenstamm Kern sein? Ebenso auch, was es irgend an Gestaltungen, an Aktivitäten gibt, seien sie vergangen, künftig, gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, die erblickt ein Mönch, sinnt über sie nach, untersucht sie gründlich. Ihm, der sie erblickt, über sie nachsinnt, sie gründlich untersucht, eben als leer würden sie da erscheinen, als hohl würden sie erscheinen, als kernlos würden sie erscheinen, wie sollte auch in den Gestaltungen ein Kern sein. In diesem Gleichnis sind zwei Elemente. Das eine ist der Kern, das ist das Sinnbild für das Eigentliche, also für das Letztliche, was wir anstreben, für das höchste Wohl. Ob wir das dauerhaften Frieden nennen, Freiheit nennen, uneingeschränkte Selbstbestimmung, ob wir das Nirvana nennen, das ist der Kern der Sache, der Kern der Existenz. So, wie gehen wir daran? Wir suchen das über einen Baum zu erreichen. Nicht? Der Baum ist ja das Sinnbild für das Feste, das Kernhafte. Nur gibt es in Wirklichkeit gar keinen Baum, es gibt nur Bananen, Bananenstauden. Wenn man da von außen guckt, sehen die schön aus, sehen kräftig aus. Nur ist wie bei einer Zwiebel, ja, die sieht ja auch sehr stabil aus. Wenn man bei der Zwiebel die erste Haut aufmacht, denkt man, jo, jetzt bin ich am Kern, ah, nee, da ist noch eine Haut und noch eine Schale und noch was und noch was. Und irgendwann ist die ganze Zwiebel so zerbröselt, aber ein Kern ist nirgends zu finden. Und das ist das Sinnbild dafür, dass unsere Aktivitäten genauso kernlos sind, ja, obwohl sie sich aufblustern nach außen hin, viel erscheinen wollen und viel erscheinen können, aber
die Aktivitäten selbst und ihre Ergebnisse haben keine Substanz. Da ist keine Nachhaltigkeit dabei. Es bleibt damit immer nur beim Vorläufigen, immer nur beim Gemachten. Und was gemacht ist, das wissen wir ja sehr gut. Alles, was entstanden, erzeugt, erwirkt ist, wird irgendwann mal wieder zerfallen, auseinandergehen. Also alles Weltliche, das höchste Gut ist nichts Gestaltetes, und das höchste Gut, über das der Erwachte spricht, ist ja gerade das Ungestaltete. Wenn wir das suchen, müssen wir das Jenseits und Abseits von dem vierten Daseinsfaktor Aktivität sehen. Zum Schluss, das mache ich kurz, mit einem Wort, das ist jetzt die fünfte Aussage des Erwachten, mit einem Wort, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Leiden. Jetzt erwartet man eigentlich nach der inneren Logik, dass da jetzt der fünfte Daseinsfaktor besprochen wird, nämlich Vijnana, das Bewusstwerden, die ja, Dynamik, die in unserem Leben drin sind, und fragt sich ja, was ist denn da jetzt die Leidensform? Aber das spricht der Buddha gar nicht an, sondern sagt, alles, was ich jetzt angetippt habe, alle fünf Daseinsfaktoren sind unterm Strich alle gleichermaßen. Warum? Taugen nichts. Und das kann man bei dem Vijnana auch schon mal gut nachvollziehen. Vijnana ist ja die automatisierte Suche nach Wohl. Das ist sozusagen das Programm, das wir in uns aufgebaut haben, oder es sind die Programme, die wir aufgebaut haben, um endlich ans Ziel zu kommen. Und das Vijnana selbst ist für sich blind, es agiert einfach drauf los. Wo gibt es was? Ich scanne die Welt und suche, wo es etwas gibt, wo ich andocken kann. Und dieser blinde Mechanismus hat die Eigenschaft, er kommt nie an. Er ist in sich sinnlos, er ist in sich zwecklos, er ist in sich ergebnislos, ja, weil er immer nur reproduziert in allen Varianten, was schon da war. Und was reproduziert Vijnana immer wieder? Die vier anderen Daseinsfaktoren. Weil Vijnana ja immer wieder produzieren will, imaginieren will, Form, Gefühl, Wahrnehmung und Aktivität. Immer in der Hoffnung, da muss doch irgendwann mal eine Variante sein, die auf Dauer taugt. Und wie diese Vijnana-Ströme immer wieder Welt erzeugen, so erzeugt Welt immer wieder diesen Vijnana-Strom. Das heißt, der fünfte Daseinsfaktor erzeugt die ersten vier und die ersten vier wieder den fünften, und so geht dieses immer hin und her, immer hin und her. Und das ist Dukkha schlechthin, weil es nie zu einem Ende kommen kann, im System sozusagen. Nie an einen Punkt kommen kann, wo man sagt, ja, Ziel erreicht, Sie haben Ihr Ziel erreicht, wie unser Navi sagt. Also Vijnana ist auch ein Navi, aber er kommt nie zu dem Punkt, wo er dann sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht, können den Autoschlüssel rumdrehen. Deshalb nochmal zum Schluss, mit einem Wort, die fünf Gruppen des Ergreifens sind Dukkha. Soweit die erste Runde für heute Vormittag, zumindest was meinen Vortrag angeht.